So, hallo, mein Name ist Andreas Feix, komme aus Deutschland, ich arbeite als VFX-Artist an Threads of Destiny und ich erzähle ein bisschen was zur Entstehung von Band 2, Shot 33, die Ankunft im Hangar. So gesehen hatte der Shot wohl den längsten Produktionszeitraum aller Shots, an denen ich bisher gearbeitet hatte. Mit dem Rohmaterial hatte ich bereits 2007 ein erstes Compositing erstellt. Doch damals waren halt eben manche Elemente noch nicht komplett fertiggestellt, die für den Shot wichtig waren. Und deswegen wurde der Shot erstmal auf Eis gelegt und ich habe an anderen Aufnahmen weitergearbeitet. Und so verging eben die Zeit und rund 2,5 Jahre und 600 VFX-Shots später ergab sich nun die Gelegenheit, eben diesen einen Shot zu vollenden. Zunächst begann halt also mit den Retuschearbeiten, also einige der störenden Komponenten aus dem Bild zu entfernen. In diesem Fall sind es halt insbesondere die Tracking-Marker und das Mikro, was dann oben immer wieder reinkommt. Manchmal kann es echt haarig werden, wenn zum Beispiel wie hier die Personen in Kontakt mit den Markern kommen, weil dann Bild für Bild die Tracking-Marker möglichst sauber von Hand wegretuschiert werden müssen und dabei besonders schweren Shots bis zu mehrere Tage an Arbeit beanspruchen oder dass es überhaupt erstmal zum Keyen kommt. Ein weit verbreiteter Irrtum besteht daran, dass ein Greenscreen mit einem Klick automatisch entfernt werden kann. Eine weitere Schwierigkeit auch kommt bei den Shots zustande, dass der Greenscreen aufgrund der Beleuchtung sogar fast gelb erscheint und dadurch gefährlich nah an die Hauttöne kommt. Würde man also einen automatischen Key probieren wollen, würde das als Ergebnis rauskommen. Und sehr oft ist es auch nicht nur mit einem Key getan, dann ist es eben erforderlich, den Keying-Prozess auf verschiedene Ebenen zu verteilen. In diesem Fall zum Beispiel erstmal eine grobe Matte, also eine Core-Matte zu erstellen, dann eine Matte für die Details, sowie eine Garbage-Matte, um etwaige Löcher in der Maske aufzufüllen. Im glücklichen Fall erreicht man einen Key mit einer Kombination von nur zwei Ebenen, im schlimmsten Fall kann es sogar aus 20 oder mehr Einzelteilen bestehen. Der Hintergrund wurde von Marcello erstellt und als Multipass-Rendering an mich weitergegeben. Dies erlaubt dann halt auch später im Compositing eine gewisse Flexibilität, wenn es darum geht, halt den entsprechenden Look zu bestimmen. Mit Hilfe eines Z-Passes besteht dann auch die Möglichkeit, einen Tiefenschärfewert in der richtigen Kamera nachzuahmen, um den Shot realistischer zu machen. Um auch dem Hintergrund etwas mehr Leben zu verleihen, verwendete ich eine Reihe von Greenscreen-Aufnahmen, die speziell für diesen Zweck gedreht wurden. Dazu kamen auch mehrere Rauchelemente, um den Hangar ein wenig Atmosphäre zu geben. Dafür eignen sich manchmal CG oder reales Footage. Oder in den simpelsten Fällen kann es auch eine Kombination von verschiedenen Filtern während des Compositings sein. Manchmal ist es auch ohne einen Lensflare nicht getan. Persönlich bin ich ein großer Fan von Lensflares, auch wenn man es natürlich manchmal nicht übertreiben darf. Und wenn man dann das Ganze schließlich zusammenführt und mit ein paar weiteren Effekten alles integriert, ist man dann schließlich am Ziel. Und das ist der fertige Shot.